das letzte Wort War es Platon war. Doomsday vielleicht gewesen? Nee, nicht Doomsday, sondern wie hieß denn der andere Film dann nochmal mit der. Nee. Das ist zu lange schon her. Richtig, ja. Wo jetzt auch der zweite Teil von kommen soll. Hey. Mit der Handkamera gefilmt. Ach, Cloverfield. Ja, genau. Na, das ist viel zu lange Das her. war 2009 Anfang, ne? Oder 2010 Ach, Anfang. Cloverfield kam schon auf Pro7. Von daher Ja, dann muss war es ja es uralt Saison sein. 2010 Anfang, müsste es gewesen sein. Hey, wer war denn jetzt die, die bei Roseanne mitgespielt hat? Verdammt. Ich kann es nicht sagen. Toll. Dann bauen wir hier noch ein bisschen ab. Aber seit wann muss man denn für die sauberen Steine die auch noch craften, sauber machen? Das ist doch doof. Da, Rocket war das. Rocket? Hat bei Roxanne mitgespielt? Ja, die hat auch bei. Stand das hier nicht gerade? Sekunde, muss ich wieder suchen. Ob das da wirklich stand, nicht, dass ich hier wieder was erzähle. Donnie Darko, genau. Donnie Hat sie Darko auch. sagt mir sogar auch noch was. Ja, natürlich. Hat sie Welcher auch. Teil? 1, 2, 3, 4? Gibt ja Donnie mehrere. Darko, der erste, ja. Unterwegs nach Cold Mountain hat sie mitgespielt. Da war sie ein Fährenmädchen. Ja, geil. Aha. Wahrscheinlich kennen wir sie deswegen nicht. Gut, dass wir das jetzt auch geklärt hatten. Es wird by the way schon wieder dunkel. Macht nichts, ich stehe immer noch in meinem Keller, vom Keller, glaube Ich ich. wollte nur sagen, dass du jetzt den ganzen Tag vergoogelt hast. Ja, das macht nichts, das hat sich gelohnt. Das war. Ja, richtig. Ja, ein Traum, ein Ah, schön. Traum. So, ich hoffe, heute steht was auf dem Tisch. Ansonsten darfst du gleich kochen. What? Nicht what? So, ich bin wieder da. Ich bin wieder anwesend. Was mache ich gerade? So, Keller bauen. Ich grabe mich wieder zum Mittelpunkt der Erde durch. Cool. Das klingt immer nach Spaß, finde ich. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich gleich erstmal mache? Wenn ich mal bei dir bin? Scheiße, ich mich wieder umbringen. Das auch. Oder das ist ja so, so ganz nebenbei. Das ist ja schon Standard, Nee, ich also. benutze mal deine Toilette dann. What? Nicht what? Wie Was du denn hier? kackst mir ins Bett, Alter. Nein, er kackte mein Bett. Alter, ich komm da rausgekrochen, Mensch. Ja, wurde angekackt. Willst du Ja, beschießen, wa? angeschissen, wa? Aber ich gehe jetzt trotzdem auf Toilette. Ja, nimm Headset mit, haben wir alle was davon. Boah, mach doch kein Licht an. Ich muss doch sehen, wo ich lang gehe. Wie lange wohnst du hier? Du wirst, wo deine Möbel stehen. Ich habe keine Möbel. Worauf sitze ich eigentlich? Das ist eine Couch. imaginäre Couch. Die ist eigentlich Genau. gar nicht da. Die werde erst später gecraftet. Ja, genau. Es gibt gar keinen Löffel und so. Super, jetzt darf ich hier alleine labern, oder was? Ja, way, irre. Schön, wunderbar. Ich könnte dich jetzt nebenbei umbringen, nur so nebenbei bemerkt. Nein, ich lass das, das ist ja gemein. Hast du mir gerade was runtergeworfen? Was hast du mir noch auf den Kopf gekackt, Mensch? Redstone, wo? Oh, da. Ja, ich hab's gefunden, danke. Sehr nett. Sehr aufmerksam von dir. Los, beeil dich. Ja, Kerl, du weißt doch, weswegen du da hingegangen bist. Ja, du weißt doch, weswegen du da hingegangen bist. Was dauert das so lange? Unglaublich, ey. Ja, so ein Liter von dem 2-Liter-Eistee mal hochzupinkeln, dauert halt eben seine Zeit. Ah, du Kannst hast. du nichts von sagen, weil du gehst ja alle 500 Milliliter auf Toilette. Was? Auf gar keinen Fall. Aber ich könnte gleich mal etwas für deine Wasserrechnung tun. Stimmt. Was könntest du? Was für deine Wasserrechnung tun? Du kannst im Dunkeln machen. Ach, danke. Ich, der hier überhaupt nicht wohnt, nicht weiß, wo die Möbel steht, der darf im Dunkeln laufen. Ja, Klar. geil. Bist du ein Held, echt. Welche Möbel? So, du hast ja keine Möbel, genau, da war ja. So, jetzt mal was Cooles. Mach ruhig weiter da.
Nein, ich habe Angst, wenn du immer hier stehst. Ich guck dir doch nur zu und mach mir dabei eine Zigarette und wundere mich, warum im ISC schon wieder nichts geht. Keine Ahnung. Schreiben sie bei dir was? Nein, wahrscheinlich sind sie alle aufs Klo gegangen, weil du aufs Klo gegangen bist. Ich blöd, ich aus dem Weg. Ist noch an. Leute, schreibt mal was im IRC, das wundert mich eben gerade. Hallo. Hallo? Okay, ich kann was reinposten. Hallo, Kinder? Du hast was gepostet? Ja. Erzähl nicht, sehe ich nicht. Ernsthaft nicht? Nein. Kannst du in Google noch was machen? Ja, irgendwie schon. Ah, cool. Ja, wunderbar. Du müsstest gleich jetzt auch einen Reconnect kriegen bei RLC. Was auch immer das war. Ich kann mich doch manuell reconnecten, ne? Ja, ihr schreibt die ganze Zeit. Ja, Leute, wir sind wieder da. Tut mir leid. Warum, was auch immer das war. Waren wir auch kurz offline? Ah. Ja, der Stream war ganz kurz down auch. Ja, wunderbar. Toll. So. Oh, ich dachte jetzt schon, es steht ein Skelett neben mir. Nö, das bin ich. Ja, ich bin auch wieder im Eier. Sie ist ja irre. Da gehst du auf Toilette und schon bricht das Internet zusammen. Tja, das ist ja alles, hängt alles zusammen hier. Nee, wir waren, also es lag nicht an Own für die. So wie das aussah. Nein. Grab weiter! Da musste erst eine Fackel hin, ja, die ist sogar richtig. 2, 3, 4, da. Grabsklave, Grab! Ich wünsche mir, dass er irgendwann mal eine Peitsche einbaut. Das wäre cool. Ja. Würdest du den ganzen Tag hinter mir stehen und mich auspeitschen, ja, ich weiß. Ja, wir haben die ganze. Ja, klar. Wir haben die ganze Massenpanik verpasst. Massenpanik? Ja, Massenpanik. Welche Masse war denn in Panik? Und das war schon lange, bevor ich auf Toilette war. Hm, okay. Tja, wie wir das wieder alles machen. Aber ja, aber ihr wisst, dass ich auf Toilette gegangen bin, also ging der Stream auch weiter. Also lag's am IRC. Ist auch egal, es geht jetzt wieder, ist die Hauptsache. Du hast ja auch gesagt, da geht man einmal auf Toilette und dann halt, da geh mir aus dem Weg. Das hack ich dich gleich. Och Mann. Könntest du bitte dann. Ja, ich wollte nur gucken, was du da machst. Ich mach hier so eine Treppe nach unten. Ich will zum Mittelpunkt der Erde. Ja, dann. Grab mal schneller da. Ja. Dauert das so lange? Alter, man ist kein D-Zug. Das ist mein Spruch. Also mach ich schon wieder keinen Bock, geh weg hier. Kusch dich. Verdammt, der ist dran vorbeigekommen. Echt? Cool. Hab ich gemerkt. Ich höre aber Zombies. Irgendwo muss doch hier dann bestimmt wieder so eine Höhle sein. Stimmt, direkt unter deinem Keller. Cool, ich muss weiter buddeln. Spaten. Ja. Ich finde Höhlen cool. Vielleicht gibt's da wieder Lava, dann kann ich wieder Waldbrände verursachen. Das finde ich mal voll witzig. Wüsste ich aber. Wieso das voll lustig? Das Lustige ist, ich habe ja auf Peaceful gespielt. Ja. Wenn man brennt, die Heilung ist genauso hoch wie der Schaden. Ja, nicht ganz. Ja, der Schaden ist einen Tacken höher, aber das wird erst so nach dem vierten oder fünften Ticken bemerkst du das erst. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt und ich bin, glaube ich, Gott weiß, wie lange da rumgeeiert, bis ich endlich mal Wasser gefunden habe, weil ich wieder mit in der Pampa stand. Ja, dann haben sie das hat er das mittlerweile wieder geändert. So, irgendwo muss hier doch eine Höhle sein. Ich hätte eine Höhle. Wahrscheinlich finde ich jetzt gleich das Meer und hier ist alles überflutet. Warum habe ich nur so wenig Leben? Gut, dass ihr mir das gerade sagt, dass ich mir ein Steak reinhauen soll. Ich habe dich definitiv nicht geschlagen. Hast du wohl? Kann überhaupt nicht sein. Egal, ich habe hier meinen streichelt so, wie du ihn auch hörst wahrscheinlich. Oh, ja, ich höre ja immer deinen Game-Sound. Das ist voll nervig. Ich höre nicht, was bei mir... Ich pack bei mir irgendwie Erde oder Stein weg und höre bei dir die Kühe. Blöde Kuh hat nichts hinterlassen. Ja, du hinterlässt natürlich was. Oh, Erde. Hm, dann will ich nicht weiter. Mach mal Platz hier, Schafe. Meh. Wie ging der Spruch aus Schweinchen Babe nochmal? Darf ich Mama zu dir sagen? Ja, das auch. Darfst du. Mäh, ihr Schafe, ne? Ja, genau. Ja. Mäh, ihr Schafe, mäh.
Irgendwie so, ganz wirsch. Ach, habe ich dir natürlich das Minecart da gelassen. Ja, irgendwer wird uns jetzt gleich den Spruch sowieso posten. Wahrscheinlich. Viel schlimmer ist, warum lassen sie sich damit so viel Zeit? Das frage ich mich auch. Unglaublich. Was ist denn hier los, ey? Leute, wie geht der Spruch aus? Schweinchen bäb, mäh, ihr Schafe, mäh. Oh, ich habe Eisen gefunden. Hey. Hat sich meine Tunnelgrabaktion ja doch gelohnt. Hooray. Geile Sache. Wo geht's jetzt hier weiter? Da geht's weiter. Das weiß keiner. Ihr habt alle Schweinchen Babe nicht geguckt, das wird heute Abend nachgeholt. Weh, wenn nicht. Ich will morgen ganz viele Zitate davon raus haben. Auf jeden Fall. Darf ich Mama zu dir sagen? Dieses laufende Schnitzel, ey. Jetzt habe ich Hunger auf Schnitzel bekommen, danke. Nein, es gibt Pizzabrötchen. Ja, für dich gibt's Pizzabrötchen. Kannst ja fragen, ob sie dir da Schnitzel reinmachen. Wir gucken erstmal, wer da ist. Ah, doch, letztlich ist ein Experte da. Ja, und anhand dessen entscheiden wir dann, ob wir da essen oder nicht. Ich hab den nämlich... Ich war ja einen Tag später, war ich ja nochmal da gewesen und hab mir ja dann die Dönerbox geholt. Aha. Rat mal, wer da stand. Draußen aber und in Anzug und so. Ja? Ich find den cool. Naja. Ich hab immer noch... Der einzige Vorteil war eigentlich gewesen, es war billiger. Ja, ich hab immer noch keine Ahnung, für was wir jetzt eigentlich im Endeffekt bezahlt haben. Für nicht das Richtige, aber wir sind billiger weggekommen. Ja, irgendwie schon, aber... Ich meine, wenn er 3000 Mal da in der Zeile verrutscht und nicht weiß, was er da macht, ja, sorry. Ich hätte ihn ja darauf hinweisen können, aber wäre ich ja nett gewesen. Mir hat er ein bisschen leid getan. Ich wollte eigentlich auch was sagen, aber für die Kalzone bin ich richtig froh, dass ich nicht den vollen Preis bezahlt habe. Ist immer noch im Keller am Basteln? Oh, ich mache jetzt hier einfach so einen langen Gang. Keine Ahnung, hier finde ich gerade Kohle und Eisen. Was ist? Machst du zumindest in die richtige Richtung, Richtung Schloss? Ja? Machst du? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe einfach irgendeinen Gang gebuddelt. Eigentlich wollte ich ja gerade die Höhle finden, so mit Zombies, aber irgendwie ist das dann ausgeartet, dass ich jetzt einfach nur noch gerade ausbuddel und sonst nichts. Oh, das ist noch mehr Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, geht's jetzt hier weiter? Da. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht hinter mir irgendein Viech spawnt, weil ich hier nicht eine Fackel stehen habe. Hoffe ich natürlich auch nicht für dich. Was? Nicht? Und er kräht und kräht. Da hinten ist irgendwo meine Fackel gewesen. Schrecklich. Kannst du ja erstmal wieder zurückkommen. Wieso? Warum nicht? Ja, ich buddel doch. Will doch nicht zurückkommen. Ich versuche das von dir wegzukommen. Hallo? Ich weiß gar nicht, was ich hier buddel. Ich glaube, ich habe schon ein Loch im Boden gebuddelt. Ah, runtergefallen. Irre. Er wird den Weg nie wieder zurückfinden. Hey. Du wirst den Weg nie wieder zurückfinden. Nee, das ist ja auch nur eine Einbahnstraße. Ich will einfach nur weg, wie gesagt. Das ist, die Leute warnen dich schon, dass du vorsichtig sein musst, weil da irgendwo Wasser kommt. Ja, Hilfe. Ja, das wäre natürlich sehr wahrscheinlich, dass es hier gleich irgendwann mal Wasser mehr auf der Birne plätschert. Boah, ich bin schon wieder irgendwo runtergefallen. Mann, ich falle immer irgendwo runter, ist ja eklig. Weißt du, wo wir mal Pizza essen gehen müssen? Ja, du wirst es mir gleich sagen. In der Innenstadt gibt's American Pizza mit Käserand und allem drum und dran. Da machen die sogar in den Käserand, machen die noch was rein, wenn du willst. Und ja, wie oft muss ich das jetzt noch mit dem Käse erklären? Das habe ich dir gestern schon versucht im Kino zu erklären. Aber hör mir mal zu. Nein, Käse. Da kannst du noch andere Sachen bestellen. Und die haben richtig, richtig geile Soßen mit dabei stehen. So eine Knoblauchsoße, die hast du noch nie gegessen. Okay. Mehr, ihr Schafe, mehr, ihr Schafe. Bleibt treu euren Rassen, euren Glauben, auch im Schlafe. Mehr, ihr Schafe. Joho, Dankeschön. Einer hat sich die Mühe gemacht und hat den Spruch gegoogelt.
Wer war das? Der kriegt einen Gummikeks. Sis. Cool, kriegst einen Gummikeks. Einen imaginären Gummikeks, freu dich. Sei mal ein bisschen netter, ey. Hey, ich habe ihm imaginären Gummikeks gegeben. Ich Ja, war aber freundlich. freudig. Hier, schmeiß ich dir einfach hin. Ja. Meinst du, ich fütter ihn auch noch, oder wie? Du wolltest jetzt mal nicht übertreiben hier, ne? Ich fänd's cool. Ja, klar, sicher. Ich fütter dich auch nicht, vergiss es. Was gucken wir heute Abend eigentlich wieder für einen Film? Keine Ahnung. Fear and Loathing in Las Vegas. Damit ich ganz Den kannst schnell. du alleine gucken. Ach, willst du den nicht gucken? Na, hast du selber gesagt, der ist scheiße. Tja, der ist. Ja, Können keine wir Ahnung. auch gleich Watchmen gucken. Watchmen ist cool. Nein. Ich fand Watchmen ganz interessant. Ja, interessant, das war es aber auch. Egal, wir gucken Grüne Laterne. Oder Grüne Hornisse. Möchtest du es den Leuten erzählen oder soll ich? Nein, ich möchte gar nichts darüber mehr erzählen. Ich möchte es eigentlich noch nicht mal hören. Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir haben, wann haben wir, wann kam Green Hornet? Keine Ahnung. Das habe ich alles wieder verdrängt. Green Hornet kam irgendwann ins Kino. Könnt ihr euch ja vielleicht dann noch dran erinnern. Und wir haben den Film dann geguckt und sind dann da, saßen dann da zum Schluss und haben darüber so ein bisschen philosophiert. Und ich meinte so, just for fun. Eigentlich haben die den voll falsch übersetzt. Er müsste ja eigentlich Grüne Hornisse und so, bla bla. Das haben wir schon während des ganzen Films so gemacht, so von wegen Grüne Hornisse. Richtig. So, dann meinte ich so, just for fun. Was kommt denn so als nächstes? Kurz nachgegoogelt. Ah, die grüne La Green Lantern kommt bald nach Deutschland in die Kinos. Und dann meinte ich so, tja, wird aber nicht Green Lantern heißen, sondern Grüne Laterne. Hundertprozentig wieder Grüne Laterne und das wird auch komplett so eingedeutscht. Ja, Sascha hat jetzt letztens was darüber gelesen. Das Ding wird wirklich Grüne Laterne heißen. Die heißen alle grüne Laternen. Du bist jetzt einer von uns, eine grüne Laterne. Was? Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist eine grüne Laterne. Ja, Grüne genau. Laterne, Flieg und Sieg. Jetzt will ich das schon wieder, wenn ich denn nur dran denke, kriege ich schon wieder Anfälle, ey. Es ist so eine dumme Übersetzung. Wie viel Eisen brauchst du denn ungefähr für die Strecke bis nach da hinten? Nicht wenig. Brauchst auf jeden Fall auch viel Holz. Ja, Holz kannst du selber. Ich bin ja hier schon voll fleißig mit Eisen und so. Ich weiß immer nicht, ich bin echt gespannt, wo ich hier gleich mal rauskomme. Ich könnte ja mal nach oben buddeln, aber ich habe Angst, dass ich dann echt hier überflutet werde. Warte mal, ich guck mal, in welche Richtung du dich gebuddelt hast. Ah ne, guck ich nicht. Komm einfach zurück erstmal. Nein, ich bin hier mindestens schon 3 Kilometer im Berg verschwunden. Da komme ich jetzt bestimmt nicht wieder zurück. Höchstens nach oben. Ich mach das jetzt einfach. Drauf geschissen. Kann ja nichts werden. Warum ist hier keine Decke? Bin ich in der Höhle und merke das gar nicht? Ich mach doch mal eine Fackel an. Scheiße, ich habe mich in eine Höhle gebuddelt. Ey, zieh dir das mal rein. Da ist hinten mein Gang. Dumm, die dumm. Cool. Gar nicht gemerkt. Nein, mal lieber Schwert an. Hier ist gar keiner. Ist aber nicht so eine große Höhle. Hallo, jemand zu Hause? Warte. Auch wenn ich es ja nicht gerne mache. Nichts, warte. Hier ist gar keiner. Ah! Was bist du? Geh doch weg, Mann. So, Erschreck von mich wo doch. aus hast du gegraben? Hier. Ja, genau hier. Kann ich da weiter buddeln? Hier ist ein langer Gang. Boah, ist echt ewig weit gegraben. Hab ich doch gesagt. What the fuck? Hauptsache nur Löcher in den Boden reingeklatscht, ne? Da lag dann irgendwie Eisen oder Kohle, was ich doch haben wollte. Ey, du hast so einen langen Gang gegraben, dass man das Ende davon noch nicht mal sehen kann. Und das alles ohne Fackel, ne? Ja, man braucht ja eigentlich auch gar keine Fackel, das Spiel ist hell genug. Da könnt ihr hinter mir spawnen, du, meine Güte. Was mich da alles hätte fressen können. Unglaublich. Schade, dass das nicht passiert ist. Ja, wäre bestimmt lustig gewesen. Lustiger wäre gewesen, wenn die dich jetzt fressen würden. Ach, du gräbst hier weiter hoch. Ja, ich will doch gucken, wo ich jetzt eigentlich hier gelandet bin. Wahrscheinlich grabe ich mich jetzt gleich im Thronsaal von deinem Schloss wieder aus oder so. Wag es dich. Oder erwischt schon tragendes. Nee, ist hier gar nicht. Warum hast du eigentlich hier das Eisen nicht abgegraben? Weil dunkel und ich es wahrscheinlich nicht gesehen habe mehr. Du hast hier Laternen. Laternen sei jetzt schon. Hast du hier hingesetzt? Ach, meinst du in der Höhle? Ja, klar. Ja, in der Höhle habe ich gar nichts gemacht. Ich wollte doch meinen Gang weiter. Ich wollte doch wissen, wo ich hier bin.
Und er buddelt und buddelt. Ja. Und buddelt. Am nächsten Leben werde ich Maulwurf. Und buddelt. Und buddelt. Ja, jetzt ist gut. Ich habe nur noch 2,5 Herzen. Boah, mit einem Schlag hier, ey. Scheiß die Wand an. Ich hab dir noch was zu essen hingeschmissen. Ja, danke. Wo ist denn das Essen? Wie viel Essen habe ich denn jetzt hier eigentlich? Das kann auch kein Mensch essen. Hallo? Du willst mich nur mästen und dann an die Creeper verfüttern, gibst du? Na klar. Verdammt. Hast du nicht noch ein paar Latüchten hier? Na ja, warte. Da, guck. Licht. Ah, so, ist auch so hell genug. Ich sehe Licht am Ende des Hochgrabtunnels. Ich sehe es kommen gleich. Fällt gleich die fällt gleich wirklich Wasser auf den Kopf. Ich höre hier die ganze Zeit Spinnen. Das macht mich irgendwie... Ich mag Spinnen. Warte. Mach weiter da. Ja, ich guck, dass mir nicht irgendeine Spinne auf die Birne springt. Ja, kann nicht passieren. Ich beschütze dich. Na sicher. Friss ihn, nicht mich, friss ihn. Klar. Kennst du die Bud Light, Lightyear-Werbung? Nee, warte mal, nee, die Bud Lightyear, so die Bud-Werbung? Nö. Also zwei Leute sind am Wandern und die treffen dann auf einen Bär. Und der Bär ist natürlich ein bisschen sauer und verfolgt die. Und die rennen weg und dann sagen sie so, ja, komm, wir müssen uns trennen. So, trennen sich. Der Bär verfolgt den einen weiter bis zu einer Sackgasse. Und er... holt dann sein Bad aus dem Rucksack raus und stellt es hier, macht es ihm auf und stellt es ihm hin und sagt so, feiner Bär. Der Bär geht ran. Ja, das ist gut, ne? Willst du ihn gerade nehmen? Da kommt der andere Typ angeflitzt und schnappt sich das Vieh und sagt, ja! Super. Jetzt komm raus und guck dich mal hier um. Da kannst du schön überblicken. Du bist schon draußen. Ja, klar. Wo sind wir denn hier? Es ging grob in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ja. Wo bist du? Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin knapp... Aber es wird wieder dunkel. Ich muss zu dir nach Hause. Nein, ich gehe durch meinen Tunnel, der ist sicher. Der geht ja nur durch diese Höhle. Bam, bam, Kopfstoßen. Ey. Ah, jetzt falle ich auch noch in die Löcher rein, die ich gegraben habe. Schrecklich. Mal gucken, wer eher da ist, du oder ich? Du. Ah, Loch. Hab ja auch nur einen geraden Weg zu laufen. Ja, schon wieder ein Loch gefallen. Warum ist das hier so dunkel? Ja, er hat schon die Tür offen gemacht. Geh zu da, du Tür. Ja, ich sehe dich über mir. Also dein Schriftzug. Hier ist Wasser. Warum ist hier Wasser? Alter! Boah, ey. Es versickert jetzt. Es versickert. Ja, aber da kommt wieder Neues. Genau. Alter, wenn ich dich kriege, ich hau dich doch windelweich. Jetzt mach doch das Wasser weg. Witziger wäre es gewesen, wenn du es mit Lava gemacht hättest. Ja, das wollte ich nicht machen. Das wäre nämlich fies. Ich hätte es lustig gefunden irgendwie. Klar, das findest du dann wieder lustig. Klar. Kino, da, man macht doch das... Boah, ich gehe wieder zurück. Ich habe keinen Bock hier. Ja, okay, das Wasser ist weg. Ich glaube, ich grabe mir gleich einen neuen Gang. Wasser ist weg. Ja. Wo ist nur? Wo geht's hier lang? Hui. Au. Ja, schieb mich doch weg, du. Ah. Ich höre immer noch Zombies. Verdammte Axt, kannst du hier nicht mal Licht machen? Nein. Hier sieht man nix. Ja, Licht wird überbewertet. Nix sieht man hier. Ach Gott, Licht ist für Mädchen, braucht keiner. Da. Wo ist er denn jetzt? Da oben. ich würde sagen, das war wieder eine erfolgreiche
Ja, ein erfolgreicher Livestream. Wie, schon zu Ende? Boah, was hat er da schon wieder? Mann! Ich hab Hunger! Ich hab doch nicht mal einen Eimer! Ich kann doch nicht mal das Wasser ja, wegmachen. Ja, okay, mach's ja schon weg. Geht tauchen. Ja, Waterboy! Wow! Wusch, wusch, wusch. Das ist voll lustig. Ist ja cool, voll die Wasserrutsche. Ja. Hey! Wo geht's denn da lang? Du hast da gegraben! Ah. Alter, Wasser, geh doch weg! Geh doch weg! Hast du denn da oben wenigstens das Wasser weggemacht? Ja, natürlich, ich hab's ja bei mir. Ich hab's ja bei mir. Ich hab meinen Anwalt bei mir. Die können hier nicht halten, das ist Fledermausland. Ja, ja, ja. Da siehst du, nein, noch nicht Ende. Tja, ja, aber doch, ich hab Hunger. Muss wohl verhungern. Ja, toll, klasse. Mhm. Ja, auf Einzelschicksale können wir jetzt leider keine Rücksicht nehmen, also. Weißt du, was am coolsten ist? Kommen wir jetzt wieder zurück. Toll. Ich wollte mir gerade noch einen neuen Gang graben. Nee, komm mal zurück. Ja, ich bin noch dabei. Ich falle immer wieder in Löcher. Komm mal. Ja, hallo, der Gang ist lang. Das dauert. Wo bist du schon wieder hingelatscht? Ich weiß gerade gar nicht, wo mein Weg ist. Ach, da geht's nach oben. Hey, 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 hey. Ja, und wir laufen weiter. Und wir laufen immer noch. Und wir laufen immer noch. Und wenn er nicht gestorben ist, dann läuft er noch. So, ja, wo bist du denn? Ja, eine Etage über dir. Och, jetzt hat er hier alles... Oh, nö. Das ist doch wohl geil, oder? Jetzt komme ich ja nicht nach oben. Klar. So eine Leertaste gedrückt halt. Ach so. Hui, oben. Also, ich finde das lustig. Ah, au. Kopf gestoßen, ja herrlich, ey. Oh yeah, ist ein Swimmingpool. Yeah, Dachterrassen Swimmingpool. Ja, 42 und so, genau, da war ja was. Ich geh lieber weg. Tadam. Ah. Du kriegst mich niemals lebend. Das könnte sogar gut sein. Okay, Leute, ich hab Hunger, der Sascha hat keinen. Geht aber trotzdem mit und isst was. Ja, ich werde hier wieder genötigt. Du machst das gerne. Ja, wenn ein wildes Tier kommt, ich muss nicht schneller sein als das Tier, ich muss nur schneller sein als Sascha. Genau. Ja. Ja, irre. Ich werde wieder verfüttert. Oh, ja, klingt gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, heute hat's gefallen. Ihr könnt das am Morgen unter das Video schreiben. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Livestream nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle, selbe Uhrzeit. Mit Vor-Livestream, denke ich, wird auch wieder sein. Da sind wir wieder bei der Sache. Was für eine Welle? Die ich eben gerade gemacht habe mit Wasser. Ja, machen wir nicht so eine Welle, mein Freund. Ja, kannst du mal sehen, wa? Irre. Ja, ich bin Hello 1986. Und ich nicht. Hast du jetzt aber 2 Stunden lang dran gesessen, wa? Ja, das habe ich mir eigentlich schon nach dem Livestream letzte Woche überlegt, Hat er jetzt eine ganze Woche für überlegt. Ja, und da ist irgendwie nichts Besseres bei rumgekommen. Ich weiß auch nicht. Nee, ist kann ich. Stirbst du bitte? Ja, genau, zu zweit auf mich. Zombie und... Wo bist du? Komm her, du Skelett. Ich krieg dich. Guck ich mir noch an. Vielleicht stirbst du ja. Komm, wo bist du? Ah! Ah! Oh, wenn diese Maus jetzt wenigstens funktioniert. Aua! Ja, nächstes Mal denkst du vielleicht dran und nimmst eine optische mit. Dumme Lasermaus. Lasermaus funktioniert nicht auf dem Mauspad. Wo ist die Logik? Die Lasermaus funktioniert super. Die Lasermaus funktioniert eigentlich überall. Nur auf deinem gammeligen Mauspad? Nein, da ja, nicht. Das ist ein FHM-Mauspad. Hallo, da ist ein geiles Babe drauf. Was willst du mehr? Das ist eine männliche Maus. Die kann sich da nicht konzentrieren. Der war gut. Den lasse ich sogar gelten. Und das war spontan, ist nicht wahr? Ja, wir machen noch was aus dir. Way. Okay, Leute, jetzt sehen wir uns aber wirklich erst nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö. 42.